guten Morgen und liebe Grüße aus Bali. Ich befinde mich hier zurzeit gerade auf der Cool Cool Farm und die Cool Cool Farm hat auch Bamboo You ins Leben gerufen, also sprich diesen Bambo-Kurs, an dem ich gerade teilnehme. Und ich dachte, ich zeige euch heute mal so ein bisschen hier die Cool Cool Farm, denn das ist wirklich sehr interessant. Ja, die haben hier im Grunde das Permakulturkonzept angewendet und es funktioniert sehr, sehr gut. Und ich dachte, da sprechen wir heute mal ein bisschen darüber. Hinter mir finde ich auch einen super Ansatz. Ja, und damit fangen wir nämlich auch gleich an. Verschiedene Zonen. Es gibt in der Permakultur immer verschiedene Zonen. Zone 0 wäre im Grunde der Wohnbereich. In dem Fall ist es hier nur ein Office, aber ich schematisiere das jetzt mal oder stelle das mal so dar als den Wohnbereich. Aber was ich cool finde, was die hier gemacht haben, ist, die haben hier einen Container genutzt im Grunde und haben da drauf oben Bambus drauf aufgebaut. Zieht es mal kurz rein. So sieht's aus. Also, ein sehr cooles Konzept. Ja, und das ist dann nämlich auch immer die Zone 0. Zone 0 ist der Wohnbereich im Prinzip. Und danach folgt dann Zone 1. Zone 1 ist im Grunde die intensivste Zone. Das heißt, die, mit der man sich am meisten beschäftigen muss auf täglicher Basis. Und das sage ich jetzt mal, würde ich mal sagen, ist der Garten, wo, oder der Bereich, in dem das meiste Gemüse wächst, ja, Salat, die Sachen, die wirklich, auf die man täglich aufpassen muss, ja. Das heißt, das wäre jetzt hier im Prinzip, sage ich jetzt mal, Zone 1, ja. Und das Ganze hier ist nicht im Grunde angelegt wirklich wie ein Garten, wie ich mir vorstellen würde. Ihr seht ja, es ist alles noch ziemlich in Reihen gepflanzt und getrennt voneinander. Ich würde das Ganze ein bisschen gemischter anpflanzen, denn ich mag die Idee der Gilden, im Prinzip das Pflanzen, die sich gegenseitig unterstützen. Und ich mag auch die Idee, verschiedene Höhenunterschiede zu haben, so dass man im Grunde manchen den Pflanzen vielleicht ein bisschen Schatten spenden kann. Das hier ist im Grunde eigentlich eher mehr ein Marktgarten, also sprich ein sehr intensives System, was dazu dient, am Ende teilweise halt auch vielleicht sein organisches Gemüse am Ende verkaufen zu können, irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Ja, neben der ganzen Geschichte haben die hier auch Schweine, ja, und darin geht es auch in der Permakultur, die Ressourcen so gut wie möglich zu nutzen. Ja, also hier auf dem Gelände findet man nur Komposttoiletten und das wird alles verarbeitet und am Ende wieder zurückgeführt in die Natur. So haben wir im Grunde eine Win-Win-Situation, ja. Und was wir hier sehen, ist hier demnächst ein Bereich mit Schweinen. Ja, auch eine super coole Geschichte, ja. Also, ihr sehen könnt hier die Schweine kriegen die kompletten Reste, werden gefüttert mit den gesamten Resten, die hier anfallen. Und was man dann macht, ist im Grunde, man wartet, bis die Schweine alles platt gemacht haben. Ihr seht ja, hier gibt es nicht mehr viel, hier wächst nicht viel. Und dann werden die Schweine, rotiert man die Schweine, ja, in regelmäßigen Abständen. Hier ist ein mobiler Elektrozaun. Das heißt, in regelmäßigen Abständen würde man die Tiere von einem Ort zum anderen wechseln, damit man halt einfach hier, hier gibt's schon einen kleinen Fight. Damit man einfach die Möglichkeit hat, sagen wir mal so, den Platz, den wir automatisch gedüngt haben, mit dem, was sie gefressen haben, so zu nutzen. Und was sie uns hier erzählt haben, was ich super interessant fand, ist einfach der Fakt, ja, dass man am Ende einfach nur warten muss und es würde komplett der ganze Bereich wieder überwuchern in kürzester Zeit, denn dann wachsen hier irgendwann mal halt einfach das, was die Schweine vorher gefressen haben. Sprich in dem Fall, die kriegen hier Papayas, die kriegen hier teilweise Kürbisse und das würde entsprechend am Ende, weil das natürlich auch ausgeschieden wird, am Ende dort ganz von alleine wachsen. Ja? Also ein relativ cooles, passives System, in dem man wirklich alle Ressourcen komplett nutzt. Und jetzt gehen wir mal, würde ich sagen, in den nächsten Bereich. Ja, und nach der Zone 1 folgt dann im Prinzip die Zone 2, die man nicht auf täglicher Basis,
sagen wir mal, bewirtschaften muss, sondern bei der es reicht, wenn man mal alle paar Tage dorthin geht. Ja, also ein bisschen passiver angelegt das Ganze. Ja, und so, das System ist einfach so ausgebaut, dass man im Prinzip, desto weiter entfernt von einem, desto passiver wird es. Ja, Zone 3 wären dann zum Beispiel vielleicht Obstbäume, wo man nur alle paar Monate mal hin muss, je nachdem welche Jahreszeit natürlich. Und Zone 4 und Zone 5 sind dann im Grunde die komplett passiven Zonen. Zone 5 ist eigentlich, glaube ich, sogar die, in der man überhaupt nicht mehr eingreift, also sprich komplett natürlich. Und Zone 4 wäre dann die, wo man Feuerholz vielleicht sucht. Ja, und hier gehen wir jetzt mal in die Zone 3 sozusagen. Ja, wir hatten dort eben die Zone 1 und die Zone 2 ist im Prinzip ja hier. Und wobei das hier im Grunde so ineinander überläuft, ja. Das hier ist eine Mischung zwischen Zone 2 und Zone 3. Und was man hier gemacht hat, und das gefällt mir besonders gut, ja, hier geht es dann halt wirklich mehr in diesen Bereich Gilden und halt auch in den Bereich Waldgarten, sprich Food Forest, so würde man es im Englischen sagen. Also wir haben hier ganz verschiedene Sachen in verschiedenen Höhen. Ja, wir haben hier Banane, wir haben hier Cassava, wir haben hier eine Papaya und im unteren Bereich, wir haben hier eine Tomate, ja, wir haben hier Kaffir Lime, keine Ahnung, wie man in Deutsch sagt. Und im unteren Bereich haben wir dann halt hier unsere Salate, ja, verschiedenste Sachen. Also sehr, sehr, sehr gut durchdachtes System, bei dem sich nicht nur die Pflanzen gegenseitig unterstützen, sondern gleichzeitig auch sich gegenseitig Schatten spenden. Ja, jetzt gehen wir mal in den, würde ich sagen, fast mit in den wichtigsten Bereich für so ein komplettes Projekt. Und das ist der Bereich für den Kompost. Ja, natürlich sind alle Zonen irgendwo wichtig. Man muss sich um alles kümmern, aber Kompost ist das A und O. Und was die hier machen mit den Komposttoiletten ist, ja, die werden in blauen Fässern, werden die Exkremente aufbewahrt, ja, mit einer Mischung aus Sägespänen und aus EM4. Also EM4 sind Effective Microorganisms, das ist im Grunde effektive Mikroorganismen und kann man kaufen, wird ganz viel angewendet, auch in der Landwirtschaft. Und dann werden die Fässer zugemacht für ein halbes Jahr. Ja, das heißt, es geht im Grunde durch einen anaerobischen Prozess, denn als Menschen scheiden wir teilweise pathogene Keime aus und wenn wir den Kompost lang genug aufbewahren, sterben die pathogenen Keime ab und das Ganze geht in den Bereich, dass es im Grunde nicht mehr in irgendeiner Weise, sagen wir mal, gefährlich sein könnte für uns, ja. Also alle pathogenen Keime sterben ab und danach geht das Ganze in aerobischen Bereich. Dann öffnet man die Fässer und wird es unter Umständen mit seinem Kompost mischen, ja. Und hier haben wir den Kompostbereich, ja. Also hier wird wirklich so gut wie alles verwendet, ja, es bleibt nichts übrig. Wir haben hier Kokosnüsse, wir haben hier den ganzen Blattschnitt und hier haben wir dann entsprechend unseren Kompost, ja. Und Kompost ist auch, sage ich mal, eine Wissenschaft für sich, ja. Aber eine super interessante auch Geschichte. Der Kompost sollte halt wirklich, wenn man schnellen Kompost machen will, alle 3 Tage umgeschachtelt werden, wie soll man sagen, umgewälzt werden im Prinzip. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Ich mag eigentlich den Ansatz, ja, ich habe sowas hier in Thailand gerade probiert, mit so einem Zaun drumrum, aber mir gefällt das System nicht ganz so gut, denn ja, es ist einfach nicht offen. Ja, was ich jetzt gesehen habe, was der Geoff Lawton macht aus Australien, er macht halt einfach einen großen Berg. Ja, der Berg sollte immer eine Größe haben zwischen 1 und 3 Quadratmeter. Und dann kommt eine Plane drüber und dann wird das gewassert von Zeit zu Zeit. Und man sollte jeden Tag natürlich testen, wie feucht ist das Material, es sollte nicht zu trocken werden. Und so kann man ganz einfach, sage ich jetzt mal, das Ganze umheben und durchmixen. Denn das ist hier nicht ganz so einfach bei so einem geschlossenen Ding. Ja? Also nur ein ganz kurzer Einblick hier, wie so ein Permakultur Garten aussehen kann. Also ich bin schwer beeindruckt und man sieht, es funktioniert. Das ist das Schöne, ja. Wir haben halt auch, sagen wir mal,
Der Garten ist widerstandsfähiger, einfach dadurch, dass wir so eine große Diversität haben, ja. Und wir haben auch, wir dadurch, in dem Moment, wo wir halt auch Blumen dazwischen pflanzen und sagen wir mal, ja, die richtigen Sachen, zieht das halt auch Insekten an. Und wir wollen ja Insekten haben als Pollinatoren, die uns helfen, um unsere Pflanzen zu bestäuben. Also wenn ich mich hier umkicke, ich sehe hier gleich mal mehrere Schmetterlinge und wir sehen hier jeden Tag Bienen und Hummeln und alles Mögliche, ja. Und es wird halt alles genutzt, ja. Zum Beispiel hier, wenn wir sehen jetzt hier auf dem Boden, ja, das sind die Überreste von den Dächern hier, ja. Irgendwann mal die Dächer nach paar Jahren, 4, 5 Jahren müssen neu gedeckt werden und man nutzt auch das, um im Grunde hier teilweise die Beete dann abzudecken, ja, denn so verlieren das Beet weniger Feuchtigkeit, ja, im Grunde wie Mulch. Ja. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Kulkul Farm bietet auch Permakulturkurse an, ja. Und ja, guckt einfach vielleicht euch mal die Webseite an. Kulkul Farm in Bali ist auf jeden Fall ein super interessantes Konzept, angebunden hier an die Green School, die hier neben liegt, und das Ganze halt auch in Verbindung mit Bamboo U. Und zusätzlich ist es sogar möglich, hier seinen eigenen Kurs zu machen, indem man lernt, wie man ätherische Öle herstellt. Ja, also sehr, sehr viele interessante Projekte hier. Ja, liebe Leute, reisen aus gutem Grund. Und die Reise hat gerade eigentlich erst angefangen. Aber ich bin auf der Suche nach einem guten Projekt, was ich unterstützen kann. Die Jungs hier brauchen auf jeden Fall keine Unterstützung, sondern ich stelle mir eher vielleicht was vor. Vielleicht ein Projekt in Afrika. Ich kann es jetzt noch nicht gar nicht ganz genau entscheiden. Ich habe ein paar Shirts designt. Ein gewisser Anteil davon wird auf jeden Fall in das Projekt mit einfließen. Ich werde euch daran teilhaben lassen, wie viel am Ende zusammenkommt. Vielleicht seid ihr mit dabei. Guckt es euch einfach mal an. Ansonsten würde ich sagen, ja, wenn ihr wollt, Daumen hoch und Subscribe und den ganzen Kram. Und ja, ich würde einfach sagen, was viel wichtiger ist: reingehauen. Macht selbst den Unterschied in der Welt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.